Namaste. Ich begrüße euch zu dieser Yogi-Lata-Stunde und lade euch ein, euch Zeit zu nehmen für euch, euren Körper und euer Befinden. Nehmt eine angenehme Sitzhaltung ein, schließt einen Moment die Augen und kommt an, spürt eure Atmung und genießt jeden einzelnen Atemzug. Lasst den Atem tief ins Becken strömen und wieder aus dem Körper raus fließen. Nehmt dann die Hände auf die Knie und fangt euch an zu räkeln, die Schultern kreiseln und löst so vielleicht noch ein paar Spannungen, die im Rücken, im Schulterbereich hocken und bringt auch die Atmung dorthin. Kreiselt dann auch noch ein paar Mal die Schultern nach vorne. Löst dabei den Nacken. Und lasst den Körper eine angenehme Haltung von allein finden. Aufrecht mit entspannten Schultern. Ein sanftes Ziehen. Am Scheitelpunkt wahrnehmen und eine natürlich geschwungene Wirbelsäule. Spürt wieder eure Atmung, wie sie ein- und ausströmt von allein. Bringt die Hände vor eure Stirn, vor das Herz und öffnet eure Augen. Kommt dann in einen Vierfüßlerstand, richtet euch ein und fängt langsam an, euch zu räkeln und dabei auch in Kuhkatz hineinzugleiten. Die ganze Wirbelsäule zu runden mit der Ausatmung und mit dem Einatmen die Wirbelsäule in eine Gegenbewegung bringen und auch den Bauch dabei entspannen. Spürt jeden Wirbel, spürt euren Rücken. Und wenn ihr etwas weit noch einbauen, mit Räkeln, mit etwas anders bewegen, dann nehmt euch die Freiheit, so dass es euch im Rücken gut geht. Verbindet Bewegung mit eurer persönlichen Atmung. Und lasst die Atmung ein Stück weit führen und die Bewegung der Atmung folgen. Dann könnt ihr noch ein bisschen räkeln, bevor wir dann langsam die Übung auflösen. Vielleicht auch die Hände ein bisschen bewegen. Und dann mit einer Rundung in eine Child Pose sinken. Die Hände und die Arme bleiben vor euch, ganz entspannt. Spürt, wie die Atmung nach innen geht. Euch innerlich zur Ruhe kommen lässt. Der Rücken öffnet sich. Und die Muskulatur wird weicher.
gut bei euch sein und dann auf die Unterarme kommen. Eine neutrale Haltung einnehmen, die Füße lösen zuerst, dich ein bisschen durchbewegen, ganz frei. Und dann stellen die Zehen langsam auf, spüren den langen Rücken bis zum Nacken. Mit der nächsten Ausatmung die Knie abheben. Einatmen wieder auf den Boden tippen, ausatmen hoch. Ihr könnt hier wirklich durch das Maul ausatmen. Jedes Mal den Bauchnabel ein bisschen zur Wirbelsäule ziehen und Knie dann in die Höhe. Spüre die Kraft, die ihr braucht. Mache die Übung langsam, konstant, im Rhythmus von eurer Atmung. Kleine Pause. Geht in eine Child Pose. Und lasst die Atmung frei fließen. Gebt den Moment alles ab und erlaubt euch loszulassen. Wir machen die Übung jetzt nochmal. Kommt also wieder auf den Unterarm. Atmet aus, lüpft euch in die Knie, vielleicht jetzt ein bisschen höher und tippt sie ab beim Einatmen. Achtet euch auch, wie ihr eure Schultern habt. Zieht die etwas zurück und spürt, dass der Hinterkopf auch etwas angehoben ist, sodass ihr wirklich eine neutrale Wirbelsäule habt, vom Steiß bis zum Scheitel. Spürt eure Kraft und geht dann langsam zurück. Löse Zupf in eine Child Pose und diesmal mit den Armen, wenn es geht, neben den Körper legen und wieder komplett loslassen. Spürt, wie die Atmung wieder mehr Raum einnehmen kann, wenn die Muskeln sich entspannen. Konzentriert euch aufs Atmen, aufs Feine ein und aus und aufs Loslassen. Kommt ganz bei euch an, spürt den Körper und die Ruhe im Geist. Streckt euch dann langsam, räkelt euch, kommt hoch in einen herabschauenden Hund. Bewegt euch in beide Ohren, so ein bisschen Spannung und Steife lösen. Räkelt euch auch hier nochmal bis zu den Schultern und den Fingerspitzen, bevor ihr dann in euren herabschauenden Hund hineinfindet, in die Position, euch hineinbegebt, atmet und ein Stück weit auch hier in der Form in loslassen. Die Form entstehen lassen. Sinket auf die Knie. Löset eure Hände, die Schultern und sitzt einen Moment auf die Fersen. Löset hier nochmal die Schultern und den Rücken. Atmet etwas tiefer ein und aus. Und kommt dann in eine sitzende Position.
beide Beine vor euch, Füße aufgestellt. Ihr könnt die Hände an die Kniekehle oder an die Oberschenkel nehmen. Spürt die Sitzbeinhöcker und bringt den Rücken so in eine aufrechte Haltung. Atmet aus, rundet euch ein bisschen und beim Einatmen wieder aufrichten. Das Runde kommt von der Lendenwirbelsäule. Nehmt dort auch den Beckenboden wahr. Und Streckung ist natürlich auch Kraft vom Rücken gefordert. Aber ihr zieht euch auch mit den Schultern und mit dem Scheitel in die Länge. Ausatmen, ein bisschen den Beckenboden anspannen, kippen. Einatmen, aufrichten. Strecken dann beide Arme nach vorne und ziehen den rechten Ellbogen beim nächsten Mal nach hinten, so dass ihr in einen sanften Twist reinkommt. Atmet aus, einatmen, wieder aufrichten, ausatmen, den linken Ellbogen Richtung Boden. Der Blick geht jeweils mit und ihr arbeitet langsam, konzentriert auf eure Mitte, auf die Haltung und auf die Atmung. In dieser Langsamkeit können wir uns mehr fokussieren, die Konzentration wird gesteigert und in dieser Langsamkeit können wir auch so ein bisschen den Widerstand spüren, den Körper und seine Grenzen. Ihr findet so mehr wieder zum Körper und zu eurem Sein. Gerade nach der Weihnachtszeit, nach der Pause, ist es so ein bisschen in eine stärkere Haltung hineinkommen. Macht es wieder parallel. Löpft jeweils ein Bein, wenn das Becken nach hinten kippt. Ähnlich wie ein Tabletop, ausatmen, Beine ablöpfen, einatmen, abstellen, aufrichten, ausatmen, das andere Bein. Auch das mit einer langsamen, tiefen Atmung begleiten lassen. Atmet dann ein, streckt euch und nehmt den Arm unter den Knie durch. Lasst eure Knie in die Ellbogen fallen und entspannt den ganzen Rücken. Lasst den Nacken und den Kopf los und lasst die Atmung wieder von allein fließen. Entspannen das Kreuz, den Beckenboden, eure Gesichtszüge. Rollt euch langsam auf. Kippt das Becken nochmal nach hinten. Löpft ein Bein ums andere in ein Tabletop, in ein Boot. Flexet ein bisschen die Füße. Bringt die Fersen ein bisschen höher als eure Knie. Und löst dann eure Arme in ein Boot. Spürt die Kraft im Bauch. Löst es auf. Umarmt eure Knie. Bringt die Stirn näher zu den Knie. Strecken die Wirbelsäule, einatmen, beide Arme nach vorne und nochmal beide Beine ins Boot. Wenn es geht, könnt ihr auch die Beine heben und sie strecken.
tiefe Atmung im Inneren spüren und lasst das Boot ruhig ein bisschen bewegt sein, schaukeln. Nicht statisch, sondern weich, auf den Wellen reitend. Löst es langsam auf, senkt ein Bein ums andere und streckt euch über die ausgestreckten Beine nach vorne. Vielleicht weiter das Küsschen nehmen, zum Arm abstützen, vielleicht sogar den Kopf mit den Händen abstützen, sodass die Haltung vom Boot wieder ein bisschen entspannen kann. Beine loslassen im Hüftgelenk, den Füßen, den Bauch und den Rücken entspannen lassen, den Kopf einen Moment tragen lassen. Beobachtet das Ein- und Aus von der Atmung. Ihr müsst nichts ändern. Spüre die Wärme im Körper, in der Mitte, in den Beinen. Nehme die Wärme mit zum Herz, bringe die Hand vors Herz. Mit dieser Geste bringt euch selber Wohlwollen entgegen. Macht Mut zum Weitermachen. Die Beine sind gestreckt. Ihr könnt nach hinten, rundet euch. Legt die Arme überkreuzt auf dem Brustkorb ab, mit der Ausatmung das rechte Bein abheben, einatmen senken, das linke Bein abheben. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Das heisst, ausatmen, Bein hoch, ein, sinken lassen, nächste Seite. Ihr könnt hier auch ganz individuell arbeiten. Ihr müsst euch nicht euch mehr anpassen. Streckt euch aus und geht in eine weite Vorbeuge bis zu euch nicht sicher. Auch hier, man kann sich an den Waden heben, an den Füßen. Man kann ein bisschen ziehen. Ich kann eher entspannt nochmal nach vorne runden. Lasst die Beine aber gestreckt am Boden. So dass ihr auch wieder ein bisschen zu eurer Länge findet. Die Arme nach vorne, einatmen, aufrichten und wieder die Arme auf den Brustkorb, nach hinten runden und wir gehen nochmal ausatmen, hoch. Hier Konzentration spüren, die Kraft von Kopf bis Fuß. Am Schluss hinten bleiben und beide Arme wippend nach vorne strecken. Noch ein bisschen gut durchatmen. Dann euch in die Länge strecken. Beine anziehen und mit beiden Armen über eure Beine liegen. Vielleicht kommt sogar die Stirn auf eure Knie. Lasst die Knie jetzt ganz entspannt dabei.
Wir wechseln noch mal die Position. Sitzt auf einer Decke oder aufs Küssi. Und rundet die ganze Wirbelsäule entspannt nach hinten. Hängt so richtig in euren Arm. Entspannt wieder aufrichten. Fußsohlen sind aneinander, wenn es geht. Und ihr spürt wieder ein angenehmes Gestütztsein vom Boden und ein Aufgehängtsein am Scheitelpunkt gegen oben. Gleiten dann noch in eine kleine Rückbeuge. Und bringen die Hand dann wieder vors Herz. Atmet aus, dreht nach rechts. Einatmet in die Mitte. In den Twist auf die andere Seite. Einatmen in die Mitte. Auch hier heute langsam arbeiten. Ganz bei euch sein. Konzentriert auf eure Mitte. Berührung der Hand spüren auf dem Brustbein. So dass ihr nicht zu weit dreht. Beine bleiben auch eigentlich ganz ruhig. Eure Mitte bleibt lang während der Drehung. Vielleicht entsteht eine angenehme Wärme. Ich spüre dem ein bisschen nach. Und dann noch mal so ein bisschen in eure Rückbeuge rein. Bauch atmen, ein bisschen tiefer atmen jetzt. Spüre den Brustraum, den Nacken, löse ein bisschen den Kopf. Sogar noch in der Rückbeuge innen. Und löse dann die Rückbeuge auf, indem ihr die Wirbelsäule wieder über das Becken bringt, den Brustkorb über das Becken, den Kopf über den Brustkorb, die Hände vor das Herz. Ein bisschen nachspüren. Lasst euch dann einen Moment in eine sitzende Kindspose rein. Spüre die Atmung im Sitzen. Entspannen die Wirbelsäule. Und nehmt dann die Erhöhung weg. Legt die Fußsohlen aneinander, öffnet die Knie und richtet euch nochmal angenehm auf. Den rechten Arm lüpfen und in eine Seitbeuge gehen nach links. Links könnt ihr mit der Hand euch abstützen, das rechte Knie und der rechte Sitzbeinhöcker gut auf dem Boden lassen und auch etwas tiefer ein- und ausatmen. Ganz die ganze rechte Seite atmet ein und aus.
Wechselt auf die andere Seite. Lehnt die Beine wieder los. Stützt euch ruhig ein bisschen ab. Und vertiefen die Atmung. Ein und aus. Linke Seite. Dann auch hier wieder lösen, beide Arme hoch und die Hand vors Herz nehmen. Sie sinken lassen, auf die Knie oder auf die Schienbeine, weitergleiten, vielleicht bis zu den Füßen und den Oberkörper runden. Lassen Sie erst die Beine entspannen. Und spüren dann, ob ihr noch etwas mehr wollt. Ziehen in die Position hinein, mit der Kraft von euren Armen oder lieber mit der Schwerkraft arbeiten, den Oberkörper einfach runden. Die Hüfte ist losgelassen, das Gesäß ist entspannt, der untere Rücken öffnet sich, der Nacken kann loslassen. Mir wird wieder ein bisschen ruhiger. Strecke den Arm ein bisschen nach vorne, um noch etwas Länge zu gewinnen. Dann rollt euch den Wirbel für Wirbel auf. Hebt euch an euch nach Knie. Und dreht den Tand in eine entspannte Haltung. Spürt den Moment nach. Vielleicht weiter den Kopf ein bisschen lösen, feine Neinbewegung, den Kiefer lösen, ein Nicken einbauen. Und schauen, dass die ganze Spannung im Nacken kann abfließen kann. Wir lösen es auf. Und kommen noch in die Rückenlage auf den Boden. Falls ihr etwas für den Kopf braucht, richtet euch ein und kommen dann in eine Rückenlage. Beide Füße hüftgelenkbreit aufgestellt. Die Arme und Schultern entspannt neben euch und fangt an, Becken kippen. Ausatmen, Schambein ein anziehen, Beckenboden anspannen. Das Kreuz dabei am Boden schmiegen und beim Einatmen wieder lösen. Spüre so nochmal bewusst den Beckenboden, die Kraft auch von den Füßen, die gut spüren, die Gesäßmuskulatur und immer wieder auch die Entspannung wahrnehmen, das Loslassen und das Abgeben auf den Boden. Ausatmen, anspannen. Einatmen, lösen. Bei der nächsten Ausatmung Wirbel für Wirbel in ein Bridging raufkommen, in eine Brücke. Dort bleiben und die Hüfte ein bisschen verschieben. Die rechte Hüfte ein bisschen höher, dann die linke. Mit den Füßen arbeiten, die gut in den Boden schieben. Die Schultern vielleicht auch ein bisschen im Boden drücken. So dass der jeweils eine Körperhälfte etwas mehr anspannt. Die Atmung fließt weiter und mit der Ausatmung könnt ihr dann wieder Wirbel für Wirbel abrollen. Zum Lösen ein Knie schaukeln, das Becken locker haben, das Gesäß und dann nochmal Wirbel für Wirbel aufrollen. Die Schultern und die Arme vielleicht noch ein bisschen im Boden schieben, so dass ihr einen Moment in euch ein Maximum kommt. Dann wieder entspannen
und Wirbel für Wirbel abrollen. Jetzt Knie nochmal langsam auf rechts und links pendeln. Die Atmung einfach fließen. Schulter und Arme entspannen. Und dann langsam die Knie wieder auspendeln lassen. Nehmen dann beide Knie in ein Päckchen, lüpfen gerade den Kopf dazu und ziehen dort mal die Stirn Richtung Knie. Nehmen die Hand dann an den Hinterkopf. Zieht mit den Ellbogen zu den Knien, streckt die Beine weg von euch und auch der Oberkörper geht in die Gegenrichtung. Ausatmen zusammen, einatmen voneinander weg. Ausatmen, Bauchmuskeln spüren, Ellbogen, Knie nahe zusammen. Einatmen, Bauchdecke bleibt drinnen, Beine im Hebel. Ausatmen zusammen. Spürt nochmal die ganze Kraft im Rumpf. Behaltet die Schultern weit weg von den Ohren. Und löset es dann auch schon wieder. Bringt die Hände um die Knie und legt den Kopf ab. Im Päckchen könnt ihr jetzt einen Fuß über den anderen überkreuzen und alles etwas lockern. Etwas schaukeln, etwas kreiseln, was euch gerade am angenehmsten ist. Beide Richtungen. Der Bauch ist wieder ganz entspannt. Dann löset es langsam auf, streckt die Beine wieder nach oben. Ein paar Mal ein bisschen flexen, strecken. Die Arme liegen neben dem Körper. Und ihr fängt an mit einem Mini-Korkenzieher. Wirklich langsam, tief innen arbeiten. Die unteren Bauchmuskeln wahrnehmen. Und auch Steißbein gut auf dem Boden spüren. Das Kreischen der Beine ist ganz klein. Und die Atmung fließt von allein. Noch in die andere Richtung kreiseln. Und dann noch dein Nochli grösser werden mit dem Radius. Schafft langsam. Lasst den Kreis dann grösser werden. Und die Atmung auch wieder tief im Inneren spüren. Die Atmung dreht euch durch das langsame Kreiseln, bringt euch ganz zu euch. Ihr könnt die Richtung ändern, spürt eure Kraft nochmal, hängt noch ein, zwei Kreisli an. Und biegen dann langsam die Knie. Vielleicht wieder einen Fuß überkreuzen. Und wieder auflösen im Päckchen. Stellen dann beide Beine ab. Reibt eure Hände, dass sie warm werden. Und legt sie entspannend auf euren Bauch. Die Knie könnt ihr so ein bisschen zusammenfallen lassen, die Fersen ausdrehen, die Zehen nach innen in eine entspannende X-Beinstellung oder falls ihr möchtet auch in eine Butterfly, sodass die Atmung wieder ganz tief ins Becken strömen kann.
kannst jetzt so bleiben oder die Beine strecken und mit Leiten so in die Handentspannung. Mach es dir richtig bequem, egal auf dem Rücken, auf der Seite. Du kannst natürlich auch nochmal ein Päckchen machen, dich ein bisschen ausstrecken, dich zudecken oder etwas anlegen. Oder wenn du schon genug hast, kannst du jetzt auch das Video abbrechen. Und sonst lade ich dich ein für eine schöne, angenehme Entspannung. Spür gut die Unterlage und lass mit jedem Atemzug dich noch etwas mehr in den Boden sinken. Vor allem das Ausatmen löst die letzten Spannungen. Ein angenehmes Gefühl von Weite macht sich breit. Der Raum zwischen deinem Bauchnabel und dem Kreuz wird wieder ganz weich. Vielleicht spürst du auch Wärme, ein angenehmes Kribbeln oder Fliessen. Spür, wie die Wärme deine Beine abfließt, bis in die Zehenspitze. Und die Entspannung, die Herzraum weich und angenehm werden, sodass auch die Schultern und die Arme entspannen können. Die Hände werden weicher und die Finger entspannen sich. Nimm nochmal die ganze Wirbelsäule wahr. Deine persönliche Wirbelsäule, wie sie jetzt hier liegt. Und spür fein die Atmung darauf und darab streifen. Der Atem bringt dich ins Jetzt. Er bringt dich zu dir. Und lass dich noch etwas mehr entspannen, noch etwas mehr in die Stille und die Ruhe eintauchen. Spür deine Gesichtszüge weich werden und lass den Kopf ganz los. Auch das Innere vom Kopf entspannt. Die Gedanken kannst du loslassen.